Am 21. Oktober 2009 gegen 11 Uhr vormittags war es soweit. Lutz Urbach, neuer Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach, trat sein Amt offiziell an und begrüßte die Mitglieder der Stadtverwaltung und viele, viele Gäste in seinem neuen Amtssitz, dem Rathaus in der Stadtmitte. Herr Urbach, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Amtseinführung. Heute ist Ihr großer Tag. Eine Frage, wie haben Sie heute Nacht geschlafen? Sehr gut, aber vielen Dank für die Glückwünsche. Kinder, Frau, auch alle gut geschlafen, kein bisschen nervös? Ja, die Kinder waren heute Morgen sehr früh wach, das ist schon so. Wir haben dann zusammen gefrühstückt, ich habe eine Tasse Kaffee getrunken und dann ging es auch schon darum, sich fertig zu machen und aufzubrechen, weil der Tagesablauf schon anders war als sonst. Normalerweise gehen ja die beiden Jungs in die Schule und die kleinen in den Kindergarten. Noch ein bisschen was zum heutigen Tag zur folgenden Woche. Was steht bei Ihnen auf dem Stundenplan? Ja, muss ich mal gucken, was die Kolleginnen mir hier vorbereitet haben. Nee, gleich gibt es eine Begrüßung der Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus. Natürlich leider nicht alle, weil das zu viele wären, aber die Abteilungs- und Fachbereichsleiter sind dabei, die Leiterinnen und Leiterinnen der Einrichtungen, die wahrscheinlich auch neugierig sind, wie ist der Neue, wie tickt der, und sie sollen einfach ein erstes Gefühl dafür bekommen. Haben Sie schon ein bisschen einrichten können in Ihrem Büro? Hier in dem Büro habe ich mich noch gar nicht einrichten können. Ich bin heute Morgen hierher gekommen und war natürlich die letzten Wochen schon 3 oder 4 Mal hier, aber ich habe es bisher vermieden, mich auf diesen Stuhl zu setzen, weil das eben bis gestern Abend der Stuhl vorhin der Ort war. Sozusagen jetzt eben die Premiere gewesen. Das war jetzt fast die Premiere, aber heute Morgen war ich schon mal hier. Was möchten Sie an die Bürger der Stadt, an die Wähler und auch an die Kritiker noch für Worte richten? Ich möchte das vielleicht in einem abgewandten Zitat von Harry Blum tun. Ich möchte mich bemühen, der Bürgermeister aller Bergisch Gladbacherinnen und Bergisch Gladbacher zu sein. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Die Vorsitzenden der anderen Ratsfraktionen wird das freuen und mein Freund Peter Mönkes von der CDU wird sich daran gewöhnen müssen. Lutz Urbach, vielen Dank und erfolgreiche 5 Jahre. Vielen herzlichen Dank. Den Willkommensgruß sprach der erste Beigeordnete der Stadt Bergisch Gladbach, Stefan Schmickler. Ihnen allen ein herzliches Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Kommunalwahl. Am 30. August 2009 wurde Herr Lutz Urbach mit 50,5% der abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach gewählt. Das entsprechende Gesetz legt den heutigen Tag, den 21. Oktober, als ersten Tag seiner Amtszeit fest. Lieber Herr Urbach, wir heißen Sie heute im Kreise der Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung Bergisch Gladbach herzlich willkommen. Und kleine Präsente zum Amtsbeginn gab es auch. Sie soll Ihnen helfen, die Groschen zusammenzubringen. Aber sie hat auch eine Klappe. Diese bitte mit Sinn und Verstand im richtigen Moment auch mal aufmachen. Das also zu diesem Portemonnaie. Und dann gibt es zweitens hier einen wunderschönen Schal, weich und anschmiegsam und mit dem Bergisch Gladbacher Logo. Dieser Schal soll ein Licht, das bedrohliche, zieht euch warm an, weder in die Richtung von Ihnen an die Kolleginnen und Kollegen noch in die umgekehrte Richtung ausdrücken, sondern ich denke, er soll symbolisieren, dass unsere Verwaltung speziell in stürmischen Zeiten zusammenstehen sollte und auch zusammenstehen wird. Ein Schal hält ja auch mal einen etwas lockeren Kragen zusammen, wenn man ihn richtet. Ich glaube, es steht nicht für die Zeit, für das Zeitgefühl unseres ersten Beispiels, das ist eine Mal. Zukünftig eine sehr gute und tragfähige Basis für Zusammenarbeit finden werden. Und ich
hoffe auch, dass Sie es mit mir in mancher Hinsicht etwas leicht haben. Denn Sie müssen mir nicht mehr von Grund auf erklären, wie Kommunalverwaltung funktioniert. Ich mache das jetzt, habe das über 20 Jahre gemacht. Den Weg, den viele von Ihnen wahrscheinlich auch gegangen sind, der Ausbildung gehobener Dienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Ich war dann knapp 10 Jahre im Personalamt der Stadt, verschiedene Funktionen. Dann nachher Referent der Oberbürgermeister Harry Blum und dann noch kurz Fritz Schammer. Und jetzt bis vor einem halben Jahr, 8 Jahre im Maigeordneter in der Mittelstadt Hennef, 46.000 Einwohner, also noch deutlich kleiner als Bergisch Gladbach. Dementsprechend mit einem vielfältigen Aufgabengebiet, Kommunalfinanzen, Stadtkasse, Finanzsteuerung, Stadtentwicklung, Liegenschaften, Tourismus, Stadtmarketing, also buntes Thema Abwasserbeseitigung, Gebäudewirtschaft und Bürgerheit der Stadtarbeit. Zu Beginn hat man noch im Bereich Kinder, Jugend und Familie bei den Dezernat hineingeschmissen. Zwei wichtige Fragen werden Sie vermutlich beschäftigen. Die eine wird sein, liegt es denn da? Das dürfen Sie gleich anschließend im persönlichen Gespräch bei dem Glas Sekt oder Orangensaft herausfinden. Und die zweite wird sein, wird sich in der Verwaltung, in der Stadt etwas ändern? Und wenn ja, was wird sich ändern? Ich hoffe sehr, dass sich etwas ändert. Positiv verändert, denn unser Leben ist nicht nur Begegnung, sondern auch Veränderung. Für bestimmte Bereiche der Stadtverwaltung habe ich konkrete Vorstellungen, was ich dort ändern oder auch verbessern möchte. Mit mir und dem neuen Bürgermeister werden sich also Veränderungen ergeben, das liegt in der Natur der Sache. Aber Veränderungen möchte ich mit Ihnen gemeinsam im Dialog und in Teamarbeit entwickeln. Schließlich haben Sie in Bergisch Gladbach Erfahrungen gesammelt über Jahre, teilweise über Jahrzehnte. Die habe ich nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Austausch der Vorstellung und mit dem Eindruck Ihrer Erfahrung insgesamt zu einem guten Konzept kommen werden. Ich will gewinnen. Ich wollte auch die Wahl gewinnen. Ich will für Bergisch Gladbach gute Entscheidungen gewinnen und das werde ich nicht alleine schaffen. Das möchte ich auch gar nicht alleine schaffen. Ich brauche ein gutes, zuverlässiges und auch kritisches Team, in dem jeder seinen Part verantwortlich ausführt. Dieses Team sind Sie. Und ich vertraue auf Ihre Unterstützung, damit wir alle gemeinsam gewinnen. Auf dem Weg zu diesem Ziel steht aber heute zunächst die Begegnung. Ich freue mich, mit Ihnen gleich ins Gespräch zu kommen und werde dies gerne in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen. Das soll der Worte genug gewesen sein. Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bedanken, die eben Runden mitgeholfen haben. Das war auch zum Teil auch die Auszubildenden der Stadt, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, die jetzt hier auch vorbereitet und geholfen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Musik, für die freundlichen Worte. Jetzt nehme ich mal ein Glas und sage Prost. Wir wünschen Lutz Urbach eine erfolgreiche Amtszeit als Bürgermeister der Kreisstadt Bergisch Gladbach.